Junge, das ist ja dann erstens schon mal Schwermetallvergiftung vom anderen Stern und dann hungerst du, also... Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Das ist eine Videoidee, als ich die gesehen habe, das Video, dachte ich mir, boah, geil, Alter, da habe ich Bock drauf. Das will ich mir gern reinziehen. Das war richtig nice. I tried the 5 most extreme celebrity diets. Und auf dem Thumbnail sieht man einfach, Christian Bale, der hat mal für so eine Diät auch richtig krank abgenommen. Davor war er bei Batman gespielt und war richtig breit und dann super ultra dünn. Und wie manche Stars sich runterhungern für so Diäten, ist wirklich, das ist Next Level. Das zerstört alles, Alter. Das mal aus der Perspektive zu sehen, was wir jetzt hier bekommen, das ist sehr interessant. Deswegen freue ich mich sehr drauf. The Mechanist, in dem Film ist er extrem so. Ja, genau, stimmt, du hast recht. In dem war's. Ja, das ist das Bild auf dem Thumbnail, glaube ich. Ja, hier. Das ist das Bild sogar aus The Mechanist hier. Hier, das war Christian Bale davor. Und dann hat er sich so wirklich auf alles, also da war alles verloren, hat er sich runtergehungert. Alle Muskeln verloren. Komplett, wie die sich da wegballern teilweise. Richtig, richtig vogelwild. Da bin ich mal gespannt. Schauen wir uns mal das Video an. Ich bin super gespannt auf das Video. Brownie, schon mehrfach kennengelernt, auch bei MyProtein und Gymshark-Athlet. Den habe ich schon häufig getroffen. Super netter Kerl. Auch sein Kollege hier, der Guy mit dem Blue Shirt, Arian heißt er. Beide sehr nett, immer top, immer gute Unterhaltungen mit denen und super freundlich. In 2004, Christian Bale went from this insanely massive guy to this scary-looking body for a movie. He only consumed black coffee, one apple and a single can of tuna a day. Some people even say... Was? One apple, Kaffee und eine... Moment mal, er hat nur einen Apfel und eine Dose Thunfisch gegessen? Junge, das ist ja dann erstens schon mal Schwermetallvergiftung vom anderen Stern und dann... Every other day. In 4 months, he lost 62 pounds. He went from 182 to 120. And this is in 4 Monaten 30 Kilo abgenommen. Now known as the starvation diet, and also one of the most extreme diets someone ever followed. And I will just start with coffee, 2 cups, because we will both see how our bodies will react to these diets. So this is the only food we have for today. An apple and tuna. I mean, I would want to look like Christian Bale. You actually... Was ihr hofft, yo, ich hoffe echt auf eine Coop mit Brownie, wird aber schwierig, weil er seine Videos auf Englisch macht. Das wäre jetzt nicht unmöglich, also, der wohnt in Holland, wir haben schon häufig gequatscht und so weiter und so fort, ich müsste halt nur rüberfahren zu dem, oder wenn der mal in München ist. Ja, keine Ahnung, vielleicht geht sich der mal was aus, weiß noch nicht, der kann halt kein Deutsch reden, der wäre das Video halt auf Englisch. You already do, you just... Don't say which movie. He's gone through extremely buff to extremely skinny and then extremely fat and then buff again. I think he's the king of body transformations for movies. We will just push all this food as far back into the day. When we really need it. We don't need to spend any time making food. It saves a lot of time. That is good. This might even be worse than not eating. I think eating so little food makes you more hungry. Let's calculate how many calories this diet is. 60 calories, green apple, tuna, which is like 100 calories. That's it? That's it. Yeah, because coffee, no calories. 162 calories. How? On an entire day. A normal day is like 2,500 calories. It's not even 10%. Actually, I think that in the last diet, one bite will be just as many calories as this. Welcher Celebrity hat die beste Physik für dich, hat einer in den Chat reingeschrieben. Schreibt mal bei euch rein. Beantwortet ihr gerne mal die Frage. Welcher Celebrity hat die beste Physik für euch? Jason Statham, Michael B. Jordan, Manny Rudolph, Tom Holland in Uncharted, Christian Bale, da ist jetzt die Aussicht. Bei mir ist es Chris Hemsworth in Thor. Das ist damals, glaube ich, Thor 1 gewesen. Habe ich auch genau dieses Bild hatte ich vom Handy gespeichert. Und das war damals, als ich mit Fitness angefangen habe, mein Vorbild. Ich hätte dieses Bild gespeichert und habe mir gesagt, ich würde gerne irgendwann mal so ausschauen wie der. Hier, das ist wirklich, das ist eine Form, die ist natural erreichbar. Das ist in meinen Augen komplett ausreichend. Schaut einfach athletisch aus, gut aus, muskulös genug. Kann man natural noch erreichen und kann man sich quasi, wisst ihr, man darf sich auch heutzutage, die Leute setzen sich irgendwie immer höhere Vorbilder und das, was damals ein Hollywood-Star war oder was damals krass war, ist jetzt irgendwie so Standard und verliert irgendwie nicht aus den Augen, was realistisch auch wirklich erreichbar ist, okay? Und da muss man auch ein bisschen ehrlich zu sich selber sein, was zu deinem Lifestyle passt, was zu deiner Genetik passt und was auch noch natural ist, ne? Und ja, deswegen, ich suche mir gern Ziele raus, wo ich weiß, die könnte ich auch wirklich noch erreichen. Deswegen, das hier, Chris Hemsworth, cooler Typ, geiler Kerl.
Byron Bay. Da war ich dieses Jahr in seinem Geburtsort, da wo er auch lebt. Passt jetzt zu ihm. Schöner Ort. Wow. And we will end up- Brad Pitt in Troja. Stimmt, das war auch, warte mal. Brad Pitt, Troja. Da stimmt, da war der auch gut in Form. Da habe ich den noch so richtig super krass in Erinnerung. Aber schau mal, der sah da so aus. Der sah da so aus einfach. Das ist halt, jo, das ist halt, heutzutage wäre das halt so Standard. So. Aber man hat ihn irgendwie so richtig krass in Erinnerung, wie muskulös und wie heftig der da war. Dabei in Fight Club auch nicht schlecht, ja, ja. Aber da war der auch nicht super heftig, ja. So, okay, ist schon stabil, ne, schon muskulös. So verschiebt sich einfach so über die Jahre irgendwie das, was krass ist. Aber war auch ein geiler Film, Troja. Let's see if we survive today. Today starts as a normal day at the office, but we will have to spend energy soon. Okay, so it's now 10:30. I am hungry. I'm also hungry, and it makes sense because my body's like, where is breakfast? But it's all right. Some people say they're more focused when they haven't eaten. There's no focus on food, it's just you and your work. But, you want some more coffee? Oh, definitely, yes. I need more coffee. I want to get as much coffee as possible. Well, that's a bad challenge. So you might be wondering why the balloon's there. That's because of this guy. It's his 13th birthday. Let's go. Ich glaube, das ist sein Editor, der ist Deutsch. He brought birthday cake for us as well. Yeah. You didn't know we were doing this. No, so I'm gonna eat it all. But let's get back to work. This is way harder than expected. That's what she said. We just finished recording. I'm hungry, but I'm not sure if we should already eat. No, let's just push it as far back. But there's also no way he was super productive or did anything intense. I think the only thing he did was just learning the lines and just sitting on the couch and doing nothing. I already feel like I'm losing muscle as we speak. I think the average human would maybe be gone. Let's calculate. So there's about 3,500 calories in 1 pound of fat or 7,000 calories in a kilogram. And he didn't only lose fat, but let's assume he lost mostly fat. It was also a lot of muscle, but it just makes the calculation a little bit easier. He would be losing at least 2,000 calories a day for 4 months. So that is times 120 days. That's 240,000 calories in deficit. How much weight loss is that? So that's 240,000 calories divided by those 3,500. Because then you get the amount of weight that he should have around lost, rounded up to 69. Nice. Wow. Also it's tatsächlich genau das, was er verloren hat, oder? Actually proves that he actually did this. But also you have to realize, he had to record a movie. Christian Bale, you deserve an Oscar. He has Oscars, right? He has one. Some people say he also drank some green tea. Zero calories. I'm willing to do anything. I mean, I don't really like green. Oh, I tried the most 5 extreme celebrity diets. Ach, ist das letzte Video gewesen von ihm, oder was? Und da haben die, ja, der Thumbnail. 3:17 p.m. and we haven't had any food. Tea for the men that are eating 162 calories. We don't have something to taste the entire day, then this tastes amazing. Green tea is now my favorite tea, apparently. I don't know about you, but I haven't done a number two today. Same, there's no number two. I've gone to the toilet, because hey, I'm drinking plenty. I'm definitely not getting more productive today. Actually, I'm kind of like, bring me to bed. So we decided it was time for food. Massive meal number one. A 60 calorie apple or a 102 calorie tuna? I think the apple will give us the most energy. Sugars for the workout. You might be wondering, workout, it will make sense. Rock, paper, scissors, who gets the biggest apple? I actually just wanted to give it to you, but now I'm fine. Let's go. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. I'm also a little bit fatter, so hey. First bite of the day. Whoa. First bite of the day. Ich bin gespannt. Machen die das jetzt? Ach so, I tried the 5 most extreme celebrity diets. Ach so, ach, das sind jetzt 5 Unterschiede. Jetzt verstehe ich. Ach so, wir werden in dem Video wahrscheinlich 5 unterschiedliche Diäten sehen. Und das ist jetzt einmal die krasse Diät, wo er abnimmt. Und dann gibt es noch andere Diäten. Ah ja, das jetzt checke ich das Video erst. Ich dachte, das ganze Video geht nur über diese eine Diät. Aber macht Sinn, beziehungsweise die krassesten Diäten zum Abnehmen. Gut, die machen das jetzt einen Tag. Das wird, glaube ich, nicht so schwierig, um ehrlich zu sein. Weil du weißt das von mir selber, ich habe manchmal auch Tage, wo ich erst um 5 Uhr was esse oder um 15 Uhr, weil einfach davor irgendwelche Sachen dazwischen kommen. Und geht schon, passiert, also ist nicht so schwer. Und einer hat auch im Chat reingefragt, wie viele Tage ich nichts essen könnte. Ich habe mal, das wissen viele nicht, und das könnt ihr, wenn ihr die aktuelle Staffel 7 vs. Wild guckt, mal im Hinterkopf halten. Das ist ein Video, was damals richtig untergegangen ist. Ja, und zwar dieses Video. 48 Stunden im Schnee-Survival ohne Essen und Trinken plus 50 Kilometer Marsch. 7 vs. Wild Selbstexperiment. Da bin ich
Aber da bin ich losgegangen. Ich habe 50 Kilometer, bin ich erstmal marschiert, ohne Trinken, ohne Essen, ohne irgendwas und bin in Schneesturm gekommen. Dann bin ich auf ein Grundstück von einem Zuschauer und habe dort dann die restlichen Stunden in einer Höhle verbracht. Und das Ganze ging insgesamt 48 Stunden, also 2 Nächte, 3 Tage. Und dabei habe ich halt auch nichts gegessen und nichts getrunken. Also ich habe nur so Schnee zu mir genommen und ja gut, ganz vergessen. Ich hatte, ich glaube, 100 Gramm Blaubeeren dabei oder sowas, weil das damals halt Sam vs. Wild, die da so Essen gefunden haben. Aber das jetzt geht quasi gegen null, ne? Und das war echt eine krasse Erfahrung. Und ich muss sagen, es war gar nicht so schwer, nichts zu essen, wie gedacht. Und ich habe mir gerade mit Schnee und Blaubeeren was Schönes gezaubert. Und ich würde sagen, das probieren wir mal zusammen. Da haben wir es. Schau ich das mal an. Das riecht wie ein Tee. Das riecht eins zu eins wie ein Tee. Ich habe noch... Das war ein wildes Video. Ihr hört schon, wie gut der bricht. Ey, ich sag's euch, wie es ist, Mann. Seven vs. Wild, die aktuelle Staffel, wäre genau mein Ding gewesen. Ich liebe ja Kälte und sowas. Da hätte ich schon echt Bock drauf gehabt. Hey, by the way, this apple has a nice booty. And an apple a day keeps the doctor away. That's how he stayed alive. Ah, that's the reason. Smart. Cheers. Cheers. Yo, look at my skin. You see it? Goosebumps. I literally got goosebumps. He got goosebumps. Whoa. I haven't said it yet, but... Do not try this at home. No. Any of the dyes, none of them. Maybe one. I will eat everything from this apple. Okay, so he probably didn't do a lot of things throughout. Franklin über Uwe? Nein, 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 nein. Ey, das möchte ich, das unterschreibe ich so gar nicht. Ich muss sagen, bei der aktuellen Staffel Seven vs. Wild ist Uwe einer der Leute, die ich am liebsten zuschaue dort. Weil ich finde, Uwe ist ein ganz angenehmer Charakter bei Seven vs. Wild. Der ist nicht so aufdringlich nervig und ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt andere Leute in der aktuellen Staffel Seven vs. Wild, die mir echt auf den Sack gehen. Die mir irgendwie nerven und wo ich mir denke, Digga, wie kann man so blöd sein? Also, manche Leute bei Seven vs. Wild, die sind eher anstrengender oder schlechter anzugucken als Uwe. Uwe ist cool. Today, we still need to do 100 pull-ups for a video that we're working on. I think I could fall asleep in this position. 10 sets of 10. We're keeping track of the reps in the best fitness app created by humankind. 3. 10. First one done. As you can probably tell, we were getting tired. Only 30 in. Carry me to bed. I'm already tired from watching. The apple pump is coming. I actually might have a bicep thing. Crazy. Oh, yeah, there it is. They don't know me, son! I'm actually surprised I'm able to get a pump. Yeah? One, last one, last one! Boom! And let's just eat the last meal and go to bed. That sounds like a good idea. I actually, crazy enough, feel like I could use some tuna. It would be so much more nice if you, like, put some stuff. Lettuce. Why doesn't he eat lettuce? There's no calories in there. Yeah. Why do I feel like a cat? Cheers. Cheers. Any food is good food. Do you realize that this is the last meal of the day? No. It is the last meal. No. My heart rate gets extremely low when I don't eat. And my heart rate was 40 or lower. That's when there's no energy left. I do have to say... Ey, das ist richtig niedrige Herzfrequenz. Then my body instantly feels better. Yeah. Eating something. You got a little bit of a dopamine rush. Your body knowing, oh, there's food. Food. We've got a new diet tomorrow. But this guy ate this again the next day. That's it. Yeah. Let's wind down, go to bed and see how we feel. Yeah, let's go. Do I look like Christian Bill already? Probably not, because the crazy guy did it for 4 months. I'm going to bed. I have to say that the tuna did also again fill me up a lot more than I thought, but obviously I'm going to bed hungry. Well, I'm tired and very hungry. I hope tomorrow's diet is more food. Tomorrow's diet is going to be interesting. There are plenty of celebrities vegan or plant-based. Lewis Hamilton, Ariana Grande, Brad Pitt, Arjen, and even Arnold. I'm not going to say his last name. But what if you take it a step further? The raw vegan diet, seen as one of the hardest diets to actually follow. Woody Harrelson and Anne Hathaway reportedly follow or followed the raw vegan diet. I was a raw vegan. That's commitment. So the raw vegan diet, a raw vegan... Das, ich glaube, das ist in etwa die Diät, die ich auch gerne mal ausprobieren wollen würde für eine Zeit. Also so vegan steht bei mir noch auf der Liste, demnächst mal durchzuziehen, aber nicht vegan mit vielen Ersatzprodukten. Okay, aber ey, irgendwie muss ich sagen, ich dachte, das Video dreht sich um diese eine Diät. Also wegen mir müssen wir es jetzt nicht weiterschauen. Ich finde, das zieht sich ein bisschen, ehrlich gesagt. Da kommen noch irgendwelche ganz anderen Diäten und das geht 40 Minuten. Also ich muss sagen, ich würde mir das nicht gerne weiter anschauen. Ich würde gerne in ein anderes Video rübergehen, weil ich dachte, das geht um diese Abnehmdiät.